Leute, ich bin's Tim. Ihr hört jetzt schon ein bisschen so eine zittrigere Stimme. Es ist spät abends und ich habe so eine kleine Sache auf dem Herzen, die würde ich gerne so mit euch teilen, würde ich euch gerne mitteilen. Nochmal eins vorweg, ihr kennt mich alle, ihr wisst, wie ich drauf bin. Manchmal bin ich so ein lustiger Bastard und mach viel Bullshit, mach viel Scheiße. Oder manchmal bin ich ein Typ, der ganz leise und schüchtern da ist und euch mal was erzählt. Dann bin ich so, dann bin ich so. Aber ja, ich bin im Grunde genommen ganz normal so wie ihr. Ich kann jetzt hier nicht essen, ich kann auch nicht wirklich schlafen und so. Mir liegt halt was auf dem Herzen, was ich jetzt hier quasi irgendwie, wo ich dachte, komm, stell die Kamera auf und rede mit deinen Leuten darüber. Ja, und worum geht's? Es geht im Prinzip eigentlich um euch, um eine Angst, die ich habe, um euch sozusagen. Ich habe zunehmend so Dinge mitbekommen, weil ich ja immer auch Kontakt habe so mit ein paar Abonnenten, beziehungsweise ich sehe euch ja im Gym, sehe ich mal ein paar, dann sehe ich ein paar von meinen Freunden, die Videos verfolgen, dann sehe ich sehe vieles, also ich kriege ja auch vieles mit, ja. Ja, diese ganze Fitnesswelt, sage ich so, ich finde, dass das ein bisschen ausartet und ein bisschen weit geht und ja, also ich bin eigentlich dazu da, was ich zum Beispiel bin halt da, ich motiviere Leute hoffentlich, ich helfe denen, ich höre das halt auch oft, dann kommen Leute zu mir, hey Tim, du hast mein Leben verändert, Tim, du hast mir krank geholfen, Tim, du hast meine Lebenseinstellung verändert, es macht einfach Spaß, irgendwie deine Videos zu gucken und was auch immer und irgendwie gebe ich halt Leuten einen Mehrwert und auch vielen Dank, wir sind jetzt auch beinahe 200.000 Leute, nochmal danke dafür, danke an jeden Einzelnen von euch. Und ja, also ich bin halt auch, ich bin eine Person, mit der man reden kann und ich bin auch einer, muss ich ehrlich zugeben, ich bin auch manchmal so einer, ich tue manchmal echt viel cooler als ich bin, das sieht man auch in Videos, aber ich war auch zum Beispiel das erste Jahr YouTube, war ich extrem schüchtern eigentlich und habe mich halt in Videos anders verhalten, als ich tatsächlich bin, was aber eigentlich ein Phänomen ist, was bei fast jedem YouTuber auftritt und sagen wir es so, das merken viele nicht, aber auf uns lastet schon ein krasser Druck. Also ich hatte oft schlaflose Nächte, so wegen YouTube, wegen Community, wegen allem. Wirklich wegen allem, weil, keine Ahnung, das, was ich halt mache, ist einfach nicht normal. Und es ist auch einfach mit Bauchschmerzen verbunden, die ich euch wirklich auch nicht wünsche. Und eine Sache, die eben diese Bauchschmerzen sind, ist meine Verantwortung. Und ich beispielsweise, ich werde älter, ich bin 19, ich bin jung, ich mache Scheiße, ich bin aber auch sehr real, also das bin ich ganz offen, ich war auf YouTube immer, eigentlich immer real, was alles angeht und ja, und bei einer Sache jetzt will ich auch real bleiben, auch wenn die vielleicht unangenehm ist für euch zu hören, vielleicht auch eigentlich generell halt eine Wahrheit so, die nicht jeder hören will, aber eine Sache, die, glaube ich, uns alle ein bisschen abfuckt und es ist dieses Problem, dass wir nehmen jetzt mal Beispiel Karl. Karl ist halt Karl und die anderen Fitnessleute. Jetzt ist zum Beispiel Fitness ganz wichtig, dass ihr seid zum Beispiel unser Publikum und ihr nehmt uns als Vorbilder. Wir sind für euch wirklich halt Menschen, die was erreicht haben. Wir haben vielleicht einen guten Körper, wir verdienen Geld mit unserem Hobby. Das sind Dinge, wo man sagt, hey, wow, das ist mein Traum. Der Typ verdient Geld für Videos, die er macht, die ihm Spaß machen. Der Typ verdient Geld mit Training, was ihm Spaß macht. Ich will das auch, genauso wie jeder von uns mal Fußballspieler werden wollte oder irgendwie in einem Sport erfolgreich sein wollte und darin auch Geld verdienen wollte oder in einer anderen Tätigkeit. Und im Grunde genommen sind wir immer unser ganzes Leben auf der Suche danach, bis wir es halt eben gefunden haben. Und ja, was ich jetzt da als Problem sehe, ist einfach nur, dass durch unsere Reichweite und durch das, was wir machen, ist klar ein Trend entstanden, so dieser Fitness-Hype. Alle wollen das machen, was wir machen und alle wollen einen guten Körper haben jetzt, alle wollen irgendwie richtig hart erfolgreich sein, alle wollen Selfmade-Millionäre werden und was auch immer und so weiter und so fort. Also ich erzähle euch mal kurz meinen Werdegang. Meine Mutter ist nach dem Krieg in Jugoslawien, ist die hierher gekommen, nach Deutschland. Hat sich hier hochgearbeitet irgendwie, ja, mit 26 Jahren oder so ist die hergekommen, hat zweimal studiert in ihrem Heimatland, Studium ist hier nicht anerkannt worden, musste hier dann die Drecksjobs machen, nachdem sie wirklich zwei Sachen studiert hat, ich glaube, was war es, Literatur und noch irgendwas. Bin einfach ein familiengebundener Mensch, ich weiß von Anfang an, dass meine Familie einfach Nummer eins ist, das heißt, das Lächeln meiner kleinen Schwester oder von meinem kleinen Bruder ist für mich halt Gold wert. Ja. Es gibt nichts Schöneres.
und das meiner Mutter vielleicht sogar noch mehr. Und mein Ziel war halt früh, das wusste ich, ich will für meine Familie sorgen können. Ich will, dass es meiner Familie gut geht, ja. Alles, was drüber geht, ist schön, aber wenn ich es nicht habe, bin ich trotzdem glücklich. Versteht ihr? Das heißt, ich zum Beispiel fahre in Panamera. Ich finde es schön, dass ich ihn habe. Ich kann da mit meiner Schwester fahren, meinem Bruder, meine Mutter. Alles ist schön, ja. Ich kann denen schönes Essen kaufen. Die müssen sich nicht fragen, wenn sie Klamotten brauchen, haben wir Geld, bla bla bla. Nein, ich kann das machen, ich kann es übernehmen. Aber wenn ich diesen Panamera zum Beispiel nicht habe, dann geht es ja aber nicht schlechter. Ich habe ihn, ich bin glücklich. Schön, aber es ist im Endeffekt ein Nutzgegenstand und mehr sehe ich darin auch nicht. Und das Problem ist jetzt, dass viele von euch die Motivation mittlerweile sehen, ich muss mich mit Tim vergleichen. Ich saß beispielsweise in Clubs zum Beispiel, ich bin oft im Club, dort im Büro, irgendwo und setze mich hin und denke mal zum Beispiel über die Woche nach oder so. Bin dann kurz da, weil da ein paar Freunde sind, kriege ich alles unter einen Hut. Treffe die alle, gehe aber kurz hin, ziehe mich zurück und denk nach. Ich bin zum Beispiel so einer, ich brauche andere, ich kann zum Beispiel daheim nicht so gut nachdenken, ist so ein Tick von mir. Und dann gehe ich raus, zum Beispiel an einem Abend, und dann hat mir halt einer erzählt, wo ich eigentlich, ich kannte den immer ganz nett und so, er hat mir halt erzählt, so wie er auf der Suche nach einem Studium ist, aber irgendwie klipp und klar mir gesagt hat, dass er sich mir unterordnet und dass er sagt, dass das, was ich mache, besser ist als das, was er machen will. Weil ich mehr Geld verdiene, weil ich irgendwie eine größere Macht habe durch meine Reichweite, weil ich Tim Gabel bin und weil ich viel mehr erreicht habe als er in seinem Leben. Und das stellt die Leute folgendes Problem, und das habe ich sehr, sehr oft gesehen, das ist jetzt wirklich Kerninhalt des Videos, dass Leute meinen mittlerweile, sie müssen ein fettes Auto fahren, sie müssen selbstständig sein, sie dürfen nicht diesen normalen Weg gehen oder so und sie müssen unseren Weg gehen, um glücklich zu sein. Das ist quasi, was wir leben, so die Glücklichkeitsformel ist. Ich bin ganz ehrlich, das ist es nicht. Und was richtet diese Annahme an mit euch? Die richtet eben das an, dass ihr denkt, ihr könnt nur glücklich sein mit sowas. Ja? Und das ist halt ein riesiger Fehler. Und mir ist extremst wichtig, dass das jeder einzelne von euch einfach ernst nimmt, was ich gerade sage und auch irgendwie versucht zu verstehen, weil das. Ich erkläre euch mal die Problematik, die liegt nämlich darin, dass ihr alle, jeder einzelne von euch, ich finde es gut, wenn ich euch motivieren kann, was für euren Körper zu tun, aber ich will euch nicht diktieren, dass ihr das tun müsst. Das heißt, ich werde einem Fettsack die Hand geben und sagen, hey Alter, ist mir scheißegal, wie du aussiehst. Ich werde einem mit einem ultra krassen Body die Hand geben und sagen, hey Alter, schön, was du mit deinem Körper gemacht hast, aber vielleicht ist der Typ ja ein richtig krasser Hurensohn, Mann. Ich weiß es doch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ja? Ich will jetzt auch gar nicht so diese Floskeln und diese Allerweltsweisheiten, so, ja, boah, innere Werte und so weiter. Natürlich, die sind wichtig, Mann. Die sind wichtig. Und die Frage ist jetzt, wenn du bist Millionär, hast aber an Weihnachten keine Zeit für deine Familie oder hast generell keine Zeit für deine Familie, schickst deine Mutter, sobald du es kannst, irgendwie ins Altersheim, hast keinen Bock auf die, scheffelst aber Millionen oder du bist halt ein Typ, der keine Ahnung, studiert hat und irgendwie seine 5.000 Euro im Monat verdient oder 2.000 Euro und ist Schichtarbeiter oder whatever, ist aber bei seiner Familie und tut das, was er kann, Mann. Das ist, vergesst es nicht, das sind verfickte Werte im Leben. Und ihr seid nicht schlecht oder besser, wenn ihr irgendwie Millionär, Milliardär, whatever seid. Und wenn ihr 10 Unternehmen habt, ihr seid nicht besser. Macht das, was euch glücklich macht. Lasst euch nicht von irgendjemand anders sagen, was euch glücklich macht. Scheiße, ich kriege die ganze Zeit Krämpfe im Unterarm, weil ich krank trainiert habe heute. Bitte macht es nicht, vor allem nicht in diesem jungen Alter. Ihr seid in der Schule. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich wollte vor ein paar Monaten aufhören mit YouTube, weil der Druck hat mich gefickt. Der Druck hat mich komplett auseinandergenommen. Druck hat mich komplett gefickt. Ihr wisst gar nicht, was das für ein Druck ist. Und boah, ich sag's euch, sucht euch wirklich was, dieses sich selbst finden, dieses sich Ziele setzen im Leben. Das ist so ein wichtiger Prozess und den kann ich dir nicht abnehmen. Du kannst nicht von heute auf morgen schauen, was hast du für ein Ziel oder so. Ich weiß gar nicht so, was ich jetzt weiter sagen soll, aber ich will euch einfach irgendwie so, ich will euch dazu ermutigen, euch mal irgendwie wirklich hinzustellen und zu sagen, hey, ich will Ziele für mich in meinem Leben finden, weil ein Ferrari wollen wenige Leute für sich selbst fahren. Wollen Leute eigentlich meistens, um andere irgendwie zu beeindrucken. Schöpft euer Selbstvertrauen nicht aus anderen Leuten.
Das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste im Leben, Mann. Das ist die Formel des ultimativen Glücks ist, wenn man selbst weiß, wer man ist, wenn man selbst weiß, dass man auf seinen eigenen Beinen steht, wenn man wirklich was schaffen kann, ja. Und ich sag auch, es ist ehrenswert, wenn ich jemanden sehe, der hat irgendwie ein Selfmade-Business hochgehasselt und hat sehr viel Geld damit verdient und sehr vielen Leuten Mehrwert gebracht und viele Menschen auch dadurch glücklich gemacht, ja. Beispielsweise verschiedenste Industrien, ja, dass zum Beispiel jetzt diese Kamera habe ich jetzt irgendwie einem Kamerahersteller zu verdanken. Das sind tolle Dinge und so, und irgendjemand macht das, aber vergesst es nicht, ihr seid kein schlechterer Mensch, wenn ihr das irgendwie nicht macht oder wenn ihr das nicht machen wollt. Mann, das ist doch, du musst nicht trainieren. Untrainierte Menschen haben auch eine Frau. Menschen, die keine Multi-Geschäftsführer sind von 10 Unternehmen, haben auch eine Frau, haben Kinder, haben Familie, sind glücklich in ihrem Leben. Ja? Aber was macht ihr? Dann gibt es jetzt vielleicht, sagen wir, ich würde mit diesem Gedanken euch alle infizieren, mit diesem Gedanken, ihr müsst erfolgreich sein im Leben oder so dieses Survival of the Fittest, nur der Stärkste überlebt und ihr seid Weicheier, wenn ihr nicht irgendwie alles geben wollt und so weiter und so fort. Macht das, was euch glücklich macht und lasst euch von niemandem sagen, was euch glücklich macht. Findet selbst heraus, was euch glücklich macht. Das ist ein ekelhafter Prozess, das sage ich euch jetzt schon. Und der wird euch ganz, ganz lange, werdet ihr daran feilen. Vielleicht werdet ihr auch erst, wenn ihr 80 seid, im Schaukelstuhl sitzt, merken, was es ist. Ich weiß es nicht, aber macht was dafür, ist gut, aber lasst euch nicht sagen von niemandem, was es ist, ja. Weil ich sage euch kurz ein Beispiel. Ich will als YouTuber, und ich will auch nicht, dass die anderen YouTuber euch so manipulieren wie eine Mutter oder ein Vater, die sagen, du musst das hier machen. Ja? Und viele sagen jetzt, ach Tim, ich würde mich niemals von jemandem manipulieren lassen oder so. Ist auch gut so, ist sehr gut, finde ich auch super. Aber ich sag nur, es gibt Leute, die eben ein richtig scheiß Gewissen haben deshalb. Dass die sich halt so fragen, so scheiße, was habe ich für so dieses, zum Beispiel, was ich mega ungerne höre, ist, wenn jemand mir sagt, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel jemanden gesehen, der macht sein FSJ, hat sein Abitur gemacht, richtig ordentlicher Kerl, richtig netter Junge. Und sagt dann, ja, ich mache mein FSJ, was habe ich falsch gemacht? Du fährst krass, du fährst schon Panamera und du verdienst schon hier und da Geld. Du bist Tim und alles ist toll, Alter, dein Leben ist doch voll krank und so. Und ich wünschte, ich hätte das auch alles. Dann sage ich dir, Alter, du bist kein Millimeter schlechter als irgendjemand. Und keine Ahnung, ich will es jetzt auch gar nicht so weiter auswälzen und ausbreiten. Ich will euch einfach nur sagen, geht euren Weg. Nehmt euch Zeit für eure Entwicklung. Und behalte auch immer im Hinterkopf, ich bin 19, ich habe keine Angst vorm Älterwerden. Und ich weiß, es ab 18 ist immer so dieses ekelhafte, oh ja, 19, 20, 21, 22, 23 und so weiter, älter werden ist ekelhaft und so weiter und so fort. Ich muss das aus meinem Leben machen, ich lebe nur einmal aber macht euch keinen Stress. Macht euch keinen Stress. Schaut, dass es euch heute gut geht. Wenn es ihr heute gut geht, dann geht es ihr auch morgen gut, dann ging es dir gestern gut. Und ich will niemandem sagen, dass er irgendwie faulenzen soll oder so, aber ich will auch nicht, dass sich Leute irgendwie Gedanken machen, so, ja, hey, ich bin nur cool, wenn ich einen tollen Body habe und ich bin nur cool, wenn ich jetzt irgendwie harter Unternehmer werde und viel Geld verdiene, aber eigentlich will ich doch nur Erzieher werden. Nur. Und dann sage ich, Alter, Erzieher zum Beispiel habe ich auch mit einem gehabt, der Erzieher, ich weiß gar nicht mehr wer, der Erzieher werden will. Und dann habe ich gesagt, Alter, Erzieher ist ein Job. Verfickte Scheiße, hätte ich einen scheiß Erzieher gehabt damals im Kindergarten, wäre ich vielleicht nicht heute, wo ich hier bin, zum Beispiel. Das sind einfach Jobs, die sind extrem wichtig. Ein Lehrer, alles, 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 alles. Und nur weil die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, wie zum Beispiel, beispielsweise ich, will ich niemanden herunterreden. Also bitte, wir sind alle gleich. Und geht mal in eure Haut, ja. Geht mal wirklich bitte in eure Haut. Mögt ihr wirklich den Typen, der die ganze Zeit hier so seine Autoschlüssel irgendwo hin zeigt, irgendwo im Club und mit der fetten Uhr rumläuft und die fetten Flaschen aufmacht. Glaubt ihr, den mag irgendjemand wirklich so aus tiefstem Herzen deshalb? Oder kriegt er wirklich Anerkennung deshalb? Oder ist es so, dass eigentlich der Typ mit der Integrität in sich selbst, der Typ, der mit dem Selbstvertrauen, der Typ, der einfach gute Werte hat, der Typ, der nach Moral lebt, der Typ, der fair ist, der Typ, der hilfsbereit ist, der Typ, der Oma über die Straße hilft, ist der ein ehrliches, ein herzhaftes Lächeln von euch am Ende des Tages bekommt und einen ehrlichen Blick in die Augen? Oder schaut ihr dem anderen eher an und sagt, toller Mensch, fragt euch das mal. Und dann fragt euch, wer ihr sein wollt. Und meine Meinung habt ihr dazu gehört. Und ich fände es schade, wenn ich jetzt noch, also
wenn Leute meine Botschaft missverstehen. Ich stehe hinter ganz anderen Dingen, aber das kommt mal wann anders. Also Freunde, bis dahin. Passt auf euch auf und dann sehen wir uns nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen und könnt ihr mal Bescheid sagen, ob ich jetzt recht hatte oder nicht, aber ich habe es leider oft mitbekommen, so von Leuten, die dann irgendwie besoffen sind oder mal so eine ehrliche Sekunde haben mit mir und ja, ich hoffe, dass ich den Leuten, denen es irgendwie so ging oder so ähnlich, die ein bisschen Angst hatten vor der Zukunft, die nehmen konnte und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Falls ihr noch irgendwie ein Thema habt oder sowas ähnliches, schreibt es mir runter und ich sage euch meine ehrliche Meinung dazu. Mir geht's auch schon viel besser, also macht's gut. Ciao, ciao.